Okay, Sonntagnachmittag. Es klart gerade draußen wieder auf. Es war gerade schön ein bisschen dunkel von wegen Höhlentour und so. Naja, gut. Das Übliche, ich sehe nichts, ihr seht nichts, kriegen wir hin. Ja, wir müssen ja nochmal wieder runter. Ein bisschen was haben wir ja noch zu erkunden. Es wurde gefixt. Höhle, genau. Ja, also, das Dings, Zeug. Na, Mesekonsmod, wurde gefixt. Remove Station. Und das heißt, es funktionieren die Türen wieder und es funktionieren auch noch alle anderen Sachen wieder. Aber das soll uns heute mal gar nicht stören. Wir wollten heute ja noch mal wieder ein bisschen runter. Gerade eben war noch so schön. Naja. Ich hatte nämlich in der Dokumentation von der Mod nochmal geschaut und da gab es noch rote Dinger. Hier, da von den Hängenden. Die gibt es in Blau, in Gelb haben wir sie auch schon, ne? In Grün und in Rot gibt es sie auch nochmal. Und den Cobblestone, den hatten wir ja letztes Mal auch irgendwie in der Konfiguration, in der Konfiguration, im Inventar gesehen. Und ich weiß es nicht, aber ich vermute, wir müssen noch ein bisschen tiefer, um mal zu gucken, dass wir uns da unten dann Zeug holen. Aber gut, wir schauen mal, ob wir das hinkriegen. Ist natürlich blöd, dass es jetzt gerade wieder hell geworden ist, aber gut, okay, das ist halt so. Das ist halt echt irgendwie. Ich sehe halt wieder nix, aber so ist es wohl. Ja, guck mal hier. Ach, guck mal, hinten ist auch noch gelb. Gelb müssen wir ja, wir müssen auch ein bisschen Mese-Dings-Zeug sammeln. Ja. Da hatte ich ja nur einen von abgebaut irgendwie. Ach, guck mal, hier ist ein einzelner. Oh, jetzt ist meiner. So. Ach, guck mal, hier war ich auch schon mal. Hier geht's runter. Wir gucken mal eben kurz hier hinten beim Gelben. Dann war ich doch da bei dem Gelben auch schon. Genau, hier war ich nämlich auch schon. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal hier runter und schauen mal da unten, ob da irgendwo noch was sein könnte. Ja. Hier geht es nämlich weiter. So. Oha, oha, Junge. Und ich glaube, das mit den Höhlen, guck mal, hier ist. Na, da geht's unten da gleich weiter. Das mit den Höhlen, das bleibt, glaube ich, auch jetzt so, nur bis wir auf der untersten Ebene angekommen sind. Und da ist dann ein bisschen Stein, wo man nicht durchkommt. Aber da brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen für. Guck mal, wir sind bei 1800, minus 1800. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Aua. Aha, okay. Warum ist das hier so finster? Aber kein Rot, ne? Alles nur Dings. Da, 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 da. Na gut, wir machen mal hier einmal. Kurz bisschen warten. Einmal wieder mit das Wasser und dann geht das runter. Mal hier da, von da nochmal gekommen. Da ist. Ne, ist ein Pilz, ne? Ja, es sind nur Pilze. Ist schon immer wieder geil, wie groß das alles ist, ne? Und mit den beleuchteten Böden zumindest und hier so ein bisschen so die Dinger von der Decke. Da sieht man dann erst, wie groß das alles eigentlich ist. So eine Riesen. Guck mal, von da oben sind wir gekommen. Ja, so eine Riesenhöhle hier. Sieht so gekachelt aus, ne? Was ist das denn? Naja, ey, guck mal, wir gehen mal. Ach, guck mal, da sind zwei nebeneinander. Da ist einer. Aber hier ist so ein dunkler Fleck.
Warum ist das hier so ein dunkler Fleck? Ist das einfach nur die nächste Höhle, wo es dann schon wieder runtergeht? Oder ist hier los? Naja, wir gucken mal, wie weit uns das Wasser runterbringt. Ist halt blöd, dass man irgendwie so gar nichts sehen kann. Oder da ist halt wahrscheinlich auch einfach nichts, ne? Guck mal, hier hört das auf. Ja, ich glaube, da ist einfach nur nichts. Naja, wir sind gleich unten, wahrscheinlich. Na, gucken wir mal. Ah, die andere Höhle war auch so groß. Das sind so Riesenhöhlen. Riesenhöhlen. Ja, guck mal, da ist Stein. Das heißt, wir sind hier wahrscheinlich dann auch unten. Ja, hier sind wir unten. Aua. Ja. Guck mal, hier ist einfach nur Stein. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Also hier ist wahrscheinlich ein anderes Biom, wo nichts generiert wird oder so. Und hier ist Eis. Ah, guck mal, deswegen sieht das auch so komisch aus. So kachelig, ne? Weil die Textur ist so ein bisschen kachelig. Wir nehmen mal noch ein bisschen hiervon mit. Einfach nur, weil wir es können. Ist schon irgendwie cool. Das ist halt so der Untergrund. Standardmäßig in meinem Testgame, der ist ja eh nicht so spektakulär und solche Mods, die hauen das natürlich dann nochmal richtig raus. Ne? Da hast du dann richtig nochmal cooles Zeug, was du sammeln kannst, cooles Zeug, was du finden kannst. Na, hiervon können wir auch mal ein paar mitnehmen. So. Oh, jetzt ist wieder... Da hinten scheint was durch. Oh. Ja, spektakulär. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir lassen die Höhle einfach mal hinter uns und gucken mal, wo wir hinkommen. Ah, in die Sackgasse, okay. Wir gehen direkt mal in die Höhle rein und gucken mal, wo wir hinkommen. Weißt du Bescheid, ne? Oh, man kann so ein bisschen durchgucken. Oh, Material da unten. Da ist wieder Pilzbiom. Das ist schon geil. Ah, hier geht es dann hoffentlich runter. Ja. Naja. So ein bisschen zumindest. Geht es denn hier weiter? Das ist halt echt... Da macht man sich gar keine Vorstellung. Ich sehe überhaupt nichts hier. Ja, guck mal, hier in grün hatten wir auch schon welche. Da ist nochmal ein schöner blauer. Na, komm, den nehmen wir einfach mit. Einfach, weil es geht. Natur zerstören hier. Ach, und hier in Blau. So. Natur zerstört, sehr gut. Was ist hier? Ach, das sind einfach nur Stalagmiten. Und hier geht's wieder runter, ne? Guck mal, hier geht's wieder runter, sehr gut. Sehr gut. Gucken wir hier in die nächste Höhle rein. So. Sehr gut. So weiter runter. Oh. Oh. Tief. Tief, 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 tief. Ja, hier geht's definitiv runter. Okay. Drüben geht's runter weiter, ne? Wollen wir uns da mal hinbauen? Wir bauen uns da mal eben hin. So. So. Ah, in grün. Da sind wir schon wieder unten. Sehr gut. So. So, weiter geht's hier. Und die nächste monstergroße Höhle. Meine Güte. Ah, aber ich glaube, hier brauchen wir wieder unseren Eimer.
Ja, müsste reichen. Ja, von da sind wir gekommen. Was haben wir denn hier? Grün, 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 grün. Pilze, blau. Grün. Können wir gleich ein bisschen grün noch mitnehmen hier. Und dann geht es da hinten wahrscheinlich auch weiter runter wieder. Okay. Was ist da noch? Da hinten? Klick, 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 klick. So, jetzt müssten wir aber hier so langsam mal. Ach, da sind wir auch. Okay. So. Holen wir uns hier den Grün noch ab. Meine Fackel hin. So. Grün, grün, grün. Zack, zack, zack. Ja. So, hier die unteren auch. Zack, so. Pilz, 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 grün, blau. Okay, dann gehen wir mal in die Richtung. Ja. Oh. Oh. War gut, dass ich nicht losgesprungen bin, ne? So. Wasser. Und dann geht's runter. Obwohl, so tief geht's hier gar nicht runter. Bis hier nur. Naja, gut. Oh. Ah. Da geht's runter. Keine Fackeln mehr. Vielleicht ein bisschen Kohle mitnehmen, dass wir wieder Fackeln machen können. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so eine blöde Idee. Weil so ohne Fackeln ist halt, wenn es dunkel ist, echt schwierig, ne? Ja. Zack. Haben wir wieder ein paar. Bei der Gelegenheit vielleicht dann gleich mal, wenn wir mal sehen, ein bisschen Kohle mitnehmen. So. Aber erstmal geht es hier runter. Ist der nächste Absatz. Da ist der nächste Absatz. Wahrscheinlich auch nicht so super tief, ne? Na, wir gucken mal. Ja, machen wir hier. Einmal. Da. Ja. Ja. So. Ja, ist nicht so tief, okay. Trotzdem einmal warten, bis wir unten sind. Da sind wir unten, okay. So. So. Da geht's runter. Auch alles nur blau und grün und Pilze, ne? Alles nur. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen Kohle. So. So. Aua. Ja. Da sind wir dann hier wieder. In einer riesigen. Nee. Ach doch, da oben. Guck mal, da oben kann man es. Kann man eigentlich hier. Ja, mal ein bisschen Licht machen. Da oben. Da oben. Und ich denke mal so, in die Richtung da geht es dann auch wieder runter. Ja, guck mal, hier ist eine Schlucht. Da kommen wir dann auf jeden Fall gleich runter. Aber vorher nehmen wir hier nochmal ein bisschen Blau mit. Ja. Und dann geht es hier runter, okay. Kohle. Kohle, 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 tralala. Okay. So.
Da geht's weiter runter, hier geht's weiter runter. Aua. Oh, da ist die Kohle nämlich auch schon wieder aufgebraucht. Ein langer Gang, ein langer Gang. Wo wird er uns hinführen? Wahrscheinlich in eine Sackgasse, oder? Ach, da hinten, da habe ich es gerade schon wieder funkeln sehen. Okay. So. Weiter geht's runter. Ja, da ist die nächste große Höhle. Ja, siehst du mal hier. Da. Gott, ey, das sind überhaupt Riesenhöhlen immer, ne? Gucken wir mal hier wieder einmal. Da, da, da. So. Ein halber Pilz, da ist er wieder. Also, Pilz, 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 Pilz. Blau, grün. Grün. Ich glaube, hier ist nur Pilzbiom, ne? Da. Ach, guck mal, da eine schwebende Insel. Selbst auf der wächst was. So, hier landen wir auf jeden Fall bei den Pilzen. Jetzt habe ich natürlich keine Axt mit, um meine Theorie vom letzten Mal irgendwie zu überprüfen, aber. Ah, wird schon stimmen. Von da oben sind wir gekommen, ne? Ja. Ah, so. Okay, dann. Wo gehen wir längs? Gehen wir hier längs? Können wir hier mal einen Grün mitnehmen? Aber auch alles nur. Ja gut, was heißt nur? Ja, also es ist halt das Grüne. Das Grüne nehmen wir auch gerne mal mit. Müssen wir auch ein bisschen was machen hier, ne? Also kann ja nicht nur rumlaufen und das Rote suchen. Wir sammeln mal ein bisschen was von dem Grün. Was natürlich auch sein könnte, dass das Rote und dieser komische leuchtende Cobblestone, dass die gar nicht generiert werden, wenn man irgendwie andere Mods nicht aktiviert hat. So, Nether und so. Moment. Nee, wird generiert. Hot Cobble. Und. Gut, okay, die Sachen, die haben wir, dann haben wir das. Und dann haben wir nämlich. Wie hießen doch irgendwie auch. Wie hießen die Crystal? Nein. Verdammt, wie heißen die nochmal? Emerald heißen die genau. Beziehungsweise Glow irgendwas. Ja, gut, gibt es wahrscheinlich einfach kein Rezept für, ne? Glow Obsidian. Ja. Keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal so hin und gucken einfach mal, was wir so machen können. Oh. Hier in der dunklen Höhle. Naja, gut, da ist Sackgasse. Also die Materialdichte, die ist hier echt schon hoch, ne? Oder kommt mir das nur so vor?
Also hier ist auf jeden Fall... Das kann man ja nicht so stehen lassen hier. Und das Gold nehmen wir auch noch mit. So. Und das nehmen wir auch noch mit hier. Und das nehmen wir noch mit. So. Gut. Aber wir wollten ja keine Mining-Tour machen. Wir wollten ja gucken, ob wir mal ein bisschen was anderes finden hier noch. Das heißt, hier geht's... Na komm, hier geht's wieder hoch. Also hier quasi. So. So, die schönen Pilze hier. Ja, lassen wir sie erstmal, wie sie sind. Wo kommt man denn hier? Ja, die ganzen kleinen Pilze hier, die lasse ich mal. Wir haben ja auch noch unser Experiment am Laufen. Da können wir dann gleich auch nochmal gucken. Und dann würde ich sagen... Ja gut, da kommen wir gerade her, ne? Hier runter? Nein, hier ist einfach nur... Hier ist nur das, okay. Ja. Aber hier die Kohle. Meine Güte, die nehmen wir mal mit. So. Haben wir nämlich gleich schon wieder keine Fackeln. Alles nur. Guck mal, da ist blau wieder. Da sind die Pilze. Alles nur Pilze hier, ne? Aber wo kommen wir runter? Können wir mal eben hier Dings anmachen? Ich finde das immer wieder beeindruckend. Eieieiei. Geht's da weiter? Jetzt kommt gerade die Sonne raus, das heißt, ich sehe gerade nur schwarz. Ah, schön. Schön, schön, schön. So, da hinten geht's auf jeden Fall irgendwohin weiter. Das heißt, wir gehen mal ganz, ganz entspannt so in die Richtung hier. Keine Fackeln mehr. Könnten wir auch hier so ein bisschen, einfach so weit es geht, ein bisschen Miese mitnehmen. Nicht, dass wir je Probleme mit Miese hätten, aber wie gesagt, einfach nur so. Weil es geht. So, kommen wir da hin. Ach, vielleicht auch ein bisschen Kohle mitnehmen wieder. So. Kohle. ja. Und bei der Gelegenheit mal wieder ein bisschen futtern. So, dass sich auch die Energie wieder auflädt, dass wir nicht so ganz am Sterben sind. So, guck mal hier, wir haben auf jeden Fall gut hiervon gesammelt, wir haben gut davon gesammelt, wir haben ein bisschen Blau nochmal wieder mitgenommen. Und da ist dann nämlich auch schon die nächste große Höhle. Da. Oder hier unten, da scheint es nämlich auch irgendwo durch. Wir gehen mal hier längs. Ach, das ist einfach... Ach, das sind Meseblöcke. Ah. Die leuchten ja so ein bisschen, stimmt ja. Und ab einer gewissen Tiefe erscheinen die nämlich auch dann generiert. Das ist ganz geil. Da gibt es dann jeweils 9 Mesekristalle draus. Aus einem Block. Und 4 haben wir schon. Also, Werkzeug werden wir nie Probleme haben. Was ich so ein bisschen vermisse, ist Mithril. Irgendwie habe ich jetzt gar kein Mithril mehr gesehen. Oder ich habe einfach nur nicht vernünftig geguckt. Das kann natürlich auch sein. Aber sonst hatten wir doch immer so ein bisschen Mithril auch irgendwie mit bei, ne? Oder gibt es das nur in einer gewissen Tiefe? Hm. Wobei hier natürlich auch so ein bisschen, das kann man natürlich auch mal mitnehmen hier. Von. Eisen, 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 Pupeisen. Ach nee, Kupfer war das. Hier ist Eisen, oder? Na, ist egal.
Vor allem habe ich hier gesehen, hier geht es auch wieder runter. Das heißt, wir gehen hier runter. Da runter. Ja gut, Sackgasse. Geht's da denn weiter? Oder ist hier auch Sackgasse? Hier ist auch Sackgasse. Ne, hier geht's weiter. Ne, hier ist Sackgasse, oder? Nein. Nein, hier ist keine Sackgasse. Hier geht's weiter. Sehr gut. Runter. Aber hier ist Sackgasse. Sehr schön. Dann machen wir wieder hier. Wir graben uns einfach runter. Ja. Au. Eine Sekunde lang mal nicht aufgepasst. Aber es war zum Glück nicht so tief, aber hier ist die nächste Höhle. Okay. Au. Stell mal vor, wir wären ein Stückchen weiter hier, dann wären wir nämlich hier runter und dann wären wir nämlich tot. Aber hier ist auch nur Pilz, ne? Hier ist nur Pilz. Können wir einmal hier kurz gucken, wo es längst geht. Ach du Scheiße. Also hier kommt man runter, da kommt man runter. Und da hinten kommst du wahrscheinlich auch wieder runter. Was ist hier? Aber nichts Rotes, ne? Nichts Rotes. Ich würde ja sagen, wir gehen mal hier irgendwie über diesen Absatz einmal runter. Und dann bauen wir uns mal ein bisschen auf und dann geht's mal wieder nach oben. So. So. Vorsicht, Vorsicht, ne? Das Glück nicht zu sehr strapazieren. Ja, hier ist wieder alles Pilze, 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 Pilze. Da ist grün, lila. Dann ist unser Zuhause wohl ein Pilzbiom. Okay. Ja, ich guck das nochmal nach, wie genau man da an die Sachen kommt. Und dann müssen wir mal schauen. Erstmal geht es jetzt hier gemächlich runter. Von da oben sind wir übrigens gekommen. Naja gut, es ist natürlich gerade Nacht, ne? So? Ne, geht mal hier. Das ist hier. Da ist der nächste Absatz. So. Ja, ich habe übrigens einen Kakao. Und sonst so? Wetter? Wohlbefinden? Arbeit? Alles gut so? Oh. Ja. Ich würde sagen, das dauert hier noch eine Weile. Höhe 300. Höhlentiefe 3000, Junge. Ja, also ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, also Minecraft kann sowas Höhlenstrukturen angeht absolut nicht mithalten. Ohne Wenn und Aber nicht. Und auch wenn wir gerade so ein bisschen irgendwie auf der Suche nach was Roten sind, also hier diese ganzen Höhlendinger, die man haut schon kräftig rein, würde ich sagen. Macht das Erkunden auch wesentlich spannender und interessanter, also. Ach, guck mal, wir sind unten, sehr gut. Allerdings, das Rote, es fehlt das Rote. Na. Es fehlt das Rote ganz deutlich und massiv. Ja,
Müssen wir überleben. Zack. Da ist Lila. Wollte gerade sagen, da ist rot, aber das sind auch nur Pilze, ne? Ja, das sind nur Pilze. Aber was heißt nur? Ach, es ist gerade Nacht, okay. Es ist gerade Nacht, das heißt, wir kommen eh nicht weiter. So, gehen wir hier noch runter. Da gehen wir noch runter, da kommen wir auch hier irgendwie. Ja, wir gehen hier nochmal runter. Ich glaube, dann haben wir es ganz gut getroffen hier unten. Ja, ich glaube, wenn wir dann da unten sind, richten wir uns kurz mal ein bisschen häuslich ein und dann, ist da was Rotes? Oder ist das so vom Pilz da? Da gehen wir. Ich glaube, das ist vom Pilz. Also von der Form her sieht das ja aus wie so eine Kante hier. Das wird einfach ein Pilz sein, der abgeschnitten ist so ein bisschen. Wir gehen da mal grob in die Richtung und gucken mal. Da, das meine ich ja. Das ist aber ein Pilz, der abgeschnitten ist einfach nur. Okay. Guck mal, hier haben wir auch einen schönen Pilz. So. Dann bauen wir hier mal unsere Travel Netbox auf und dann geht das wieder nach oben. Höhle. Safe. So. Bei der Gelegenheit, Holzfällerhaus, da wollen wir auch gleich nochmal updaten. Ja gut, und hier. Ja, das war kaputt. So. Dann. Auf zu. Gut, die sind nicht gewachsen. Hier waren wir aber auch, glaube ich, nicht so lange. Wir können auch nach den Pilzen gucken. Die sind wahrscheinlich auch nicht gewachsen, weil wir waren ja hier beim Starten der Welt nur ein paar Sekunden und seitdem ist sie halt nicht gelaufen. Wir schauen mal. Einer, noch einer. Gut. Dann lassen wir sie, wo sie sind. Können wir wieder zumachen. Ich denke mal, wenn wir dann hier so ein bisschen am Bauen sind, spätestens sollte sich dann auch ein bisschen was tun. Oder halt auch einfach nicht, weil es halt einfach nicht geht. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber die Felder sollten ja auch nochmal anders. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Aufnahmesession, das machen wir in der nächsten. Wir machen hier keine Sessions mehr, ne? Das machen wir in der nächsten Folge. Cobblestone war voll, genau. Zeugs. Bergbau. Bergbau war sortiert, ne? Wir machen das mal in die Zeugskiste. Guck mal, da haben wir auch schon was drin von dem Zeugs. Oh, da haben wir auch hier auf jeden Fall genug mal von. Ja. Gelbe hatten wir jetzt gar nicht mehr gefunden. Mithril, das wundert mich so ein bisschen, dass wir keinen Mithril gefunden haben. Ja. Guck mal hier, blau. Ist auch voll. Grün. Ist auch voll. Das war in der Bergbauküste. Ja. Gut, da ist noch ein bisschen was. Gold. Fackeln. Ja, Werkzeug haben wir erstmal genug. Cobblestone, gucken wir gleich, das wird weggeschmissen. Das kommt rein. So, da haben wir jetzt auch nochmal einen mehr von. Das kommt in die Kiste. Zack, zack. Die konvertieren wir mal eben, würde ich sagen.
36. So. Und hier die, haben wir halt, ne? Stammt ja noch aus den Zeiten, wo die Mod noch nicht so balanciert war, dass das wirklich irgendwie im realistischen Verhältnis war. Trockenes, gestrecktes und das ist einfach nur das Pulver. Achso. Ganz ehrlich, wir schmeißen mal einen davon weg. Das ist lächerlich. Dann haben wir Holz. Holz, 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 Holz. Die Holzkiste hier, die Stöcker behalten wir. Den nehmen wir gleich mal mit. Das Holz kommt hier rein und da haben wir genug von. Das heißt, das nehmen wir mit. Und wir nehmen auch ein bisschen mehr mit. Für alle Fälle. Schaufel. Das passt, das passt, das passt. So, das kommt weg. Das Holz, der Eimer, das Essen. Okay. So. Dann haben wir nämlich hier einmal unsere schöne Ecke hier. Unsere Wegschmeißecke. So, das weg, das weg, das weg, das weg. Komm, ganz im Ernst, das weg. So. Dann Deckel drauf und dann war's das. Leider nicht wirklich erfolgreich. Wir haben zwar ein bisschen Zeug gesammelt, aber wir haben das Rote nicht gefunden. Das machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Müssen wir mal gucken. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschö.